Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video von PC Check. Wir widmen uns heute den Gaming-PC Intel i7 blablabla, das sind diese ganzen technischen Daten, die einfach nur reingeschrieben werden, auf memorypc.de. Und dieser Computer wurde mir von einem Zuschauer vorgeschlagen. Ich sollte doch mal meine Meinung dazu äußern. Das machen wir jetzt auch einfach mal. Und diesmal tatsächlich auch Intel. Ihr wisst, ich bin mehr so der AMD-Typ. Ich kenne mich bei AMD besser aus, was auch die Chipsätze und so weiter angeht. Aber wir gehen den jetzt einfach mal durch, ob der sich lohnt. Wir starten mit dem Bild. Das erste Bild ist ein weißer Rechner. Aber hier steht Aerocool Cylon Black. Okay, kann man noch verzeihen, steht ja direkt mit dabei. Aber dieses Bild hier ist fake. Und ich zeige euch jetzt auch mal warum. Ihr bestellt so einen PC ja meistens auch nach Optik, RGB, worauf ihr halt Wert legt. Und dieser PC stimmt null. Ich weiß nur nicht, was den Lüfter angeht, aber ich glaube auch nicht, dass es ein Alpenföhn ist. Kann sein. Ich kann es euch nicht sagen, es steht leider nicht dabei. Aber dieser RAM, der hier zu sehen ist, das ist Corsair Vengeance RGB Pro RAM, der ist nicht verbaut. Und vor allen Dingen nicht vier Stück. Ich weiß noch niemals mehr, wie viel RAM verbaut ist. Ob es ein Riegel ist, ob zwei Riegel sind. Kann es euch nicht sagen, es steht leider nicht dabei. Das Board ist ein Asus ROG Board, ist auch nicht drin. Die Grafikkarte steht hier GeForce RTX, ist auch nicht drin. Was soll man dazu noch großartig sagen? Der Lüfter, wie gesagt, kann ich euch nichts zu sagen. Das Gehäuse stimmt. Das Netzteil stimmt auch nicht. Hier steht Corsair CX750F, das ist ein ziemlich gutes. Ist auch nicht da drin. Wir gehen es jetzt einfach mal einzeln durch, dann werdet ihr sehen, worauf ich hinaus will. Also, Aerocool Cylon Black Fenster LED Leiste. Jo, das gibt's auf Mindfactory, habe ich gefunden. Kostet dort 36,40 Euro. Das Weiße würde 39 Euro irgendwas kosten. Also die tun sich da nicht viel, selbst wenn es das Weiße wäre. Ich habe Steam schon wieder offen gelassen. Ich bin so ein Profi. Naja, egal. Jedenfalls packen wir das so in den Warenkorb. 36,40 Euro und ab dafür. Dann haben wir ein SQ White Silent 600 Watt Netzteil 80 Plus, also Bronze. Gehe ich mal ganz stark von aus. SQ White Silent kenne ich nicht. Ich weiß auch nicht, was da für eins drin ist. Wir nehmen einfach wieder das Be Quiet. Das ist qualitativ relativ hochwertig. Das kennt ihr schon aus den anderen Videos. Hier ist es auch schon, 600 Watt Be Quiet System Power 9, Non-Modular 80 Plus. Ich glaube nicht, dass die ein Modulares verbauen. Ist aber auch egal. 54,40 Euro ab in den Warenkorb. Mainboard MSI Z590A Pro. Jetzt ist diese Geschichte, ich kenne mich mit den Chipsätzen nicht so gut aus. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass dieser Chipsatz auch zu dem Prozessor passt. Habe ich auch auf Mindfactory gefunden. Kostet dort 174,47 Euro. Also es scheint schon ein besseres Board zu sein. Wenn ich das jetzt mit AMD vergleichen würde, ist das auf jeden Fall eine obere Mittelklasse. Ist ganz in Ordnung, auch von den Anschlüssen her. Sieht jetzt nicht so besonders aus, aber wir packen es einfach mal rein. Dann haben wir einen Prozessor, Intel Core i5-11500, 6x2,70 GHz. Das bezieht sich auf die Grundtaktfrequenz. Er hat natürlich einen Turbo-Boost. Und den könnt ihr ungefähr gleichsetzen mit einem Ryzen 3600. Der kostet hier bei Mindfactory 245,20 Euro. Der Ryzen zum Vergleich würde ungefähr 180 kosten mit Lüfter. Die technischen Daten sehen so aus. Hier haben wir einmal den Vergleich. Wenn wir jetzt den 3600er nehmen ohne X und dann den i5-11500, dann habt ihr hier die Taktfrequenz, das ist quasi der Basistakt. Da ist er ein ganzes Stückchen langsamer. Dann haben wir den Turbo, da ist der Intel tatsächlich auf einem Kern schneller. Das ist aber meistens so. Intel hat im Single-Core ein bisschen bessere Leistung als AMD. Multicore sieht schon wieder anders aus. Seht ihr ja, ihr Turbo auf allen Kernen nur 3,7 GHz und AMD kann 4. Merkt ihr jetzt nicht großartig. Es ist nur so, wenn Spiele wirklich Multicore unterstützen, dann macht es auch Sinn, einen AMD zu nehmen. Bei Single-Core-Leistung ist der hier ein bisschen schneller. Kann man sehen, wie man möchte. Da kann man es ungefähr vergleichen. Kerne hat er auch 6, Hyper-Threading, also 12 Kerne im Task-Manager bei euch. Hat noch eine eingebaute Grafikeinheit. Werdet ihr natürlich nicht benutzen, ihr habt ja eine Grafikkarte drin. Aber wenn, sagen wir jetzt mal, die Grafikkarte defekt wäre und ihr müsst an eure Daten ran, könnt ihr darüber immer noch ein Bild ziehen. Das ist ganz praktisch. Hier sehen wir, Arbeitsspeicher unterstützt 3200 offiziell. Das ist auch dieses Thema, was ich immer bei AMD sage, 3200. Die knallen immer 3000er rein, obwohl der 3200er offiziell unterstützt wird. Ich verstehe auch nicht warum. Merkt man auch nicht großartig, aber sie machen es halt. Hier sieht man nochmal, AMD hat einen fast dreifach höheren Level 3 Cache. Dafür hat er noch Level 2 Cache. Wenn ich das jetzt noch ausführen würde, dann würden wir noch morgen hier sitzen, was die ganzen technischen Daten angehen. Hier sieht man auch noch, das kommt später noch, TDP von 65 Watt. Das ist ungefähr quasi die Wärmeverlustleistung, die der hat. Wenn ihr jetzt einen Lüfter kauft, dann müsst ihr auf jeden Fall einen Lüfter nehmen, sage ich jetzt mal, über 100 Watt, damit er diese Wärme auch abtransportieren kann. Alles drunter bringt nichts, dann wird er zu warm. Erscheinungsdatum auch nochmal hier zum Vergleich. Der Ryzen war Quartal 3 2019, der hier Quartal 1 2021. Der ist also sehr frisch, das ist schon mal gut. Aber leistungstechnisch kommt er an einen 2 Jahre alten AMD Ryzen nicht so gut dran. Ich möchte jetzt auch kein Intel-Bashing betreiben. Ich möchte euch einfach nur mal näher bringen, was der Vergleich hier ist. Ihr könnt es euch auch, wie gesagt, mal zusammensuchen bei Google, was zu bedeuten hat. Also, hier ist er nochmal, 245,20 Euro kommt so in den Warenkorb.
Jetzt haben wir hier Prozessorkühler, Super Silent Cooler 125 Watt. Wenn man Super Silent Cooler googelt, kriegt man so ziemlich alles, nur nicht Super Silent Cooler. Ich habe als Vergleich auch wieder einen von BeQuiet genommen, die sind qualitativ relativ gut. Der hat 120 Watt. Diese 5 Watt, die machen keinen Unterschied. Also die Wärme wird bei beiden sehr gut abgetragen. Hier stehen auch nochmal die Daten von dem Lüfter. Hier steht es 120 Watt. Den habe ich jetzt bei Mindfactory auch mal rausgesucht. Da steht das leider nicht bei. Ich weiß nicht, warum sie das machen. Bei Alternate steht's. Hier ist auch schon, den haben wir auch schon öfters jetzt mal irgendwie in den Videos gehabt. Für 20 Euro packen wir so in den Warenkorb. Arbeitsspeicher, 16 GB DDR4 RAM. Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob es 1, 2 oder 4 Riegel sind. Keine Ahnung, 4 wäre auch Quatsch. Aber ich gehe davon aus, dass die Dual-Channel nehmen. Aber wenn die hier schon so ein bisschen sparen bei den einzelnen Sachen, ich meine, das Gehäuse kostet 40 Euro, dann werden sie euch jetzt keinen Corsair Vengeance RGB Pro da rein donnern. Das wird wahrscheinlich der G-Skill Aegis sein, den ich sowieso nicht mag. Aber wir nehmen den jetzt einfach mal. Hier ist auch schon 16 GB G-Skill Aegis DDR4 3200 MHz, wie es auch da stand. Wir nehmen zwei Stück, weil das vernünftig ist. 81 Euro in den Warenkorb. Jetzt wird's interessant. Grafikkarte. Nvidia GeForce GTX 1050 Ti 4 GB. Wisst ihr, wann die released worden ist? Hier steht sie in der Liste. GeForce GTX 1050 Ti am 25. Oktober 2016. Das Ding, das ist 4,5 Jahre alt. Das ist Resterampe. Gut, es kann natürlich sein, aufgrund der aktuellen Verfügbarkeit, dass die jetzt wirklich die Reste aus den Lagern noch rausräumen. Dementsprechend auch die Preise anpassen, klar. Aber das Teil ist 4,5 Jahre alt. Ich habe euch auch gleich mal was rausgesucht zum Ende des Videos. Dann seht ihr, wie viel FPS die so schafft in den aktuellen Spielen. Und hier haben wir sie auch schon. Die ist sogar verfügbar bei Asus. Jetzt nicht bei Mindfactory. Das rechnen wir aber gleich einfach wieder drauf. Mache ich in allen anderen Videos auch so. 239,90 Euro. Die ist verfügbar. Die kann man in den Warenkorb packen mit versandkostenfreier Lieferung. Also das passt. Die werden keine Asus Cerberus reinpacken. Die werden von irgendeinem Hersteller die reinpacken. Vielleicht sogar wirklich die. Keine Ahnung. Aber das ist halt auch wieder eine Grafikkarte. Nur mit 4 GB. Das Thema hatte ich im letzten Video auch schon mal. Dann werde ich euch gleich auch nochmal in den Videos zeigen, was die FPS und so weiter angeht in Fortnite, Warzone, was ihr alle spielen wollt. Festplatte 1, eine 480 GB SSD. Wenn es eine M.2 SSD wäre, würden sie es dabei schreiben. Nein, es ist eine normale. Ist nicht schlimm. Funktioniert. Ist auch schneller als eine normale HDD, die ja auch noch mit dabei ist. Aber in der heutigen Zeit könnte man ruhig eine M2 drauf kloppen. Vor allen Dingen, weil das Mainboard, wie man hier sieht, auch eine unterstützt. Und hier unten ist sogar noch ein Slot. Nur noch einer. Da können drei M2-Platten drauf, aber die nehmen eine normale. Die M2 sind, je nach Preis, deutlich besser. Hier haben wir auch schon eine 480 GB Crucial BX500. Die habe ich sogar selber mal in meinem Rechner gehabt, glaube ich. Für 48,27 Euro. Packen wir so in Warenkorb. Nichts Besonderes. Für denselben Preis hättet ihr aber wahrscheinlich schon eine M.2 gekriegt. Ist schade, dass sie das nicht machen. Aber ich denke wirklich Resterampe halt. Festplatte 2, 1000 GB HDD, ist ganz schön, kann man Videos, Bilder, auch zur Not Spiele draufpacken, ist kein Problem. Die Leute haben früher alle mit HDD gezockt, das ist nicht das Thema. Nur in der heutigen Zeit, ich weiß nicht, ob man das noch braucht, ich habe auch noch einen hier stehen, um meine Videos auszulagern, aber Spiele installiere ich da nicht drauf. Hier haben wir eine von Western Digital, die Blue, die ist auch überall so weit verbreitet, für 34,40 Euro, ihr seht schon am Preis, die Dinger sind so saugünstig geworden. Packen wir so in den Warenkorb. Betriebssystem ohne Windows. Naja gut, dann ist wenigstens kein Antivirenschutz, Bullguard, Internet Security dabei, immerhin. Windows müsst ihr euch dann noch mit dabei holen. USB-Stick könnt ihr bei Microsoft quasi runterladen, auf dem USB-Stick installieren und dann noch einen Key kaufen und aktivieren und dann passt das. Aber nur anschließend zu Hause und loslegen ist leider nicht. Da muss man wirklich noch ein bisschen installieren, dauert vielleicht eine halbe Stunde. Und da wären wir auch schon beim Warenkorb. Hier haben wir das Netzteil, das Board, den Prozessor, den Lüfter, den RAM, Festplatte 1, Festplatte 2 und Gehäuse. Und dann landen wir bei 693,49 Euro. Plus jetzt natürlich noch die Grafikkarte. Sind wir bei 936,19 Euro. Das Teil soll kosten 999 Euro. Klar, die müssen das noch zusammenbauen und so. Ist ja überhaupt kein Thema. Nur, ob dieses System Sinn macht, weiß ich nicht. Ihr kriegt für 1000 Euro schon aktuellere Komponenten. Ihr habt gesehen, die Grafikkarte ist 4,5 Jahre alt. Selbst wenn ihr gebraucht irgendwo eine kauft, älter als 2 Jahre werden die dann meistens nicht sein. Und für den Preis könnt ihr es eventuell sogar schon schaffen, eine normale 2060 zu kriegen, dazu ein Ryzen 3600 und dann ist fertig. Vor allen Dingen dann noch eine M2 SSD. Müsst ihr euch natürlich überlegen. Ich finde das System nicht so gut. Ich zeige euch jetzt auch mal die FPS, die der erreichen würde, weil die Frage erreicht mich andauernd. Wir nehmen jetzt hier mal Call of Duty Warzone. Das ist hier eine GeForce GTX 1050 Ti, Test in 30 Spielen in 2020. Und ihr seht schon an den ganzen Optionen, die er hier durchrattert. Low, high, low, disabled, 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 low, low, enabled, enabled, low, disabled, disabled, disabled. Also er hat wirklich alles, was irgendwie detailreich ist, ausgeschaltet. Oder auf low gestellt. Es gibt meistens low, medium, high und dann noch ultra.
Overwatch hat sogar noch einen Part, der heißt episch. Keine Ahnung, wo da noch der Unterschied zu Ultra ist. Aber ihr seht jetzt hier allein bei Warzone 50 FPS, 48, 42 droppt schon ziemlich krass. Man sollte so einen Shooter mit 60 FPS spielen. 53 ist jetzt nicht so schlimm, aber ihr habt auch nur so grafisch gesehen jetzt nicht so viel Freude dran. Das liegt halt wirklich an der Grafikkarte. Am Prozessor liegt es nicht, der ist schnell genug dafür. Und auch wenn ihr bei anderen Spielen guckt, werde ich auch häufig gefragt, GTA 80 FPS, aber hier wird er die Grafik dementsprechend auch runtergedreht haben. Hätte jemand das vor 3 Jahren für den Preis gebracht, hätte ich gesagt, ist okay, gar kein Problem. Aber in der heutigen Zeit sind die Komponenten leider alle zu alt. Und vor allen Dingen regt es mich auf, dass dieses Fake-Bild da ist. Wisst ihr, ihr wollt wirklich so ein System bestellen, ihr seht diese Lichter und boah geil, GeForce und Asus ROG und Corsair Vengeance RAM und dann kriegt ihr halt nicht so eine Kiste. Finde ich sehr schade. Aber gut, das wäre es auch schon wieder mit dem Video für heute. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie ruhig rein. Mein Discord-Name steht ja mittlerweile auch unten drin. Ihr könnt mir gerne Fragen stellen zu den Systemen. Bitte nicht solche Fragen wie, ist der laut, ist der leise? Oder kannst du mal gucken, wie der von innen aussieht und solche Sachen? Das kann ich ja leider nicht. Ich kann diese Systeme ja nicht ständig kaufen. Ich vergleiche das, was ich hier quasi auf dem Papier habe. Und anhand dessen erstelle ich dann quasi meine Art Review. Wobei es ist noch nicht mal mehr ein Review, es ist einfach nur eine Empfehlung. Und in dem Fall ist es eben keine Empfehlung. Vor allen Dingen so einen aktuellen Prozessor mit einer Grafikkarte zu vereinen, die 4,5 Jahre alt ist, finde ich schon krass. Also, meiner Meinung nach, lasst die Finger davon. Wenn es euch natürlich kaufen will, bitte tut es. Aber ich würde es nicht tun. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen und bye bye.